Guten Tag, werte Mitsturmbestien, und herzlich willkommen zurück zu Malachor 5 in Star Wars Knights of the Republic 2 in der Solo-Challenge. Und wir sind hier immer noch auf Malachor 5, haben uns gerade durch den Sturmbestienkäfig gekämpft, gegen die große Sturmbestie. Und jetzt stehen wir hier wieder vor so einem Tor. Und da wollen wir erstmal durchgehen und schauen, was sich dahinter verbirgt. Wahrscheinlich wieder ein Sturmbestienkäfig. Oh nein. Brücke? Und ein Tempel? Zivilisation? Hier? Interessant. Sehr interessant. Ist da hinten vielleicht noch irgendwas, was wir uns nützlich machen können? Ich weiß es nicht. Sieht aber nicht danach aus. Gut, dann wollen wir mal über diese Brücke gehen. Ganz komisch, ganz komisch. Eine sehr schmale Brücke. Es könnte schon sein, dass dahinter, dass in diesem Gebäude sich Kreia mit ihrem Pflasterstein-Menschen gemütlich gemacht hat. Wollen wir mal reingehen. Home sweet home. Sith-Killer. Was machen die? Mira. Tanha verfolgt sie. Tanha? Das kann doch nicht wahr sein. What? 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 Nee, der soll mich in Ruhe lassen, der Typ. Ach, verdammt. Ich glaube, die Robe können wir nicht ändern, oder? Ich glaube, die war schon gut genug. Ich schaue trotzdem noch mal kurz nach. Wir können jetzt jedes bisschen Hilfe gebrauchen. Ich glaube, der Mechanik-Schildanzug ist ganz gut. Den ziehe ich mal kurz an, nur um ihn zu vergleichen. Warum? Warum müssen wir jetzt noch mit Mira kämpfen? Warum? Das ist total unnötig. Zumal Mira eine der schlechtesten Einheiten ist, die wir haben. Wollen wir sie erstmal aufleveln. Wobei die schon ziemlich gute Werte hat. Talente. Zweihändig natürlich. Präziser Schuss, na super. Bringt mir ja viel. Wie wäre es denn mit ein bisschen mehr Stärke? Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Wir brauchen mehr Stärke, meine Liebe. Zielen 6, na toll. Gut, dass du mit Nahkampfwaffen kämpfen musst. Wie viele Level hat die denn? Talente. Tja. Oh, Zähigkeit ist stark. Gut, meine liebe Mira. Ich weiß nicht, wie du das schaffen willst. Ich mach mal kurz einen Save Point. Unser ASD-Punkt. Wir probieren es erstmal so. Ich glaube, es wird nicht gut gehen, aber wir probieren's. Alter, der hält zu viel aus. Der hält zu viel aus. Mir macht zu viel Schaden.
Mann, das ist doch scheiße. Okay, dann müssen wir es, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Alter, der übertreibt aber auch so übertrieben. Lauf, 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 lauf. Gut. Können wir den irgendwie abschütteln? Na, was machst du denn, Mädchen? Oh nee, jetzt sitzt sie da immer tagelang rum, bis sie dann irgendwas macht. Okay. Hyperstärke-Enhancer, Hyperkonstitutions-Enhancer. Okay, jetzt hau rauf, hau rauf, hau rauf, mach! Oh, das sieht nicht gut aus. Wir machen zwar jetzt mehr Schaden, aber das sieht immer noch nicht gut aus. Okay. Tut mir leid, dass ich den jetzt so bekämpfe. Oh Mann, Mädchen, was machst du denn? Heil dich! Okay. Tut mir leid, dass ich den jetzt so feige bekämpfen muss, aber es geht nicht anders. Der Charakter ist zu schwach. Ach Mann, Mädchen, lass es doch einfach. Wieso musst du ihn immer angreifen? Okay, weiter. Hau rauf, bitte. Mach ihn kaputt einfach. Einen haust du noch raus. Oh, das war schon zu viel. Das war schon zu viel. Okay, okay, okay. Das sollte jetzt schon fast reichen. Mach. Boom! Ihr müsst es nicht tun. Ihr habt keine Lebensschuld bei mir. Ich gebe euch frei. Ich töte euch nicht, Tanha. Was ihr auch getan habt. Ich werde euch nicht kaltblütig töten. Ich verstehe diesen Typen nicht. Ihr dient also Kray, ja? Das Herz eines Sklaven. Ich werde euch nicht kaltblütig töten. Das haben wir schon mal gesagt. Dann werde ich mich dem stellen, Hanha. Aber ich kann hier keine Zeit mehr verschwenden. Ich verstehe diesen Typen nicht. Warum kann er es nicht akzeptieren? Remote? Was machst du denn hier? Wenn du das siehst, hatte der General recht. Die Sith schlagen vom Friedhof auf Malachor 5 zu. Das Schiff, auf dem der Sith-Lord war, gehörte zu den Schiffen, die im letzten Kampf beschädigt wurden. Wenn du die Oberfläche von Malachor erreichst, kannst du den Schattengenerator ausschalten, falls es noch genug intakte Schiffe im Orbit oder auf der Oberfläche gibt. Übertrage diese Sequenz, die ich in deinen Speicher lade, auf den Kern jedes Schiffes, das du auf Malachor findest. Wenn meine Berechnungen stimmen, reichen 4 Schiffe, um den Schattengenerator zu starten und den Schaden auf Malachor 5 zu beseitigen, den ich angerichtet habe. Sobald die Sequenz initialisiert wurde, kann sie nicht angehalten werden. Also schaffe den General vorher vom Planeten, sonst ist es zu spät für einen Rückzug. Ich weiß, dass deine Waffensysteme schwach sind und ich weiß nicht, was dich dort erwartet. Versuche, jeder möglichen Bedrohung auszuweichen. Folge deiner Programmierung. Jetzt sind wir hier als Remote unterwegs. Was kann der denn? Er kann sich nicht tarnen, er kann sich nur reparieren. Na super.
Ich speichere mal. Also ich bin schon glücklich, dass wir Mira da heil durchgebracht haben. Jetzt müssen wir auch noch so einen kleinen Roboter hier durchziehen. Auf jeden Fall war hier oben schon mal ein Schiff. Das habe ich schon mal gefunden. Genau hier. Sequenz für Schattengenerator eingeben. Suche nach passenden Generatoren. Treffer. Generatorleistung bei 25,3%. Okay, gut. Das ist schon mal ein guter Anfang. Der Schattengenerator. Das, was Bahudur hier offensichtlich aufgebaut hat. Hier unten war noch so ein Schiff. Und ich meine, wir haben genau 4 Schiffe gefunden, als wir hier als Fields-like unterwegs waren. Ich hoffe, wir haben auch alle Monster ausgeschaltet. Das wäre sonst ein bisschen nervig. Ich glaube, wir können hier durch. Es geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Wenn ich auch ordentlich durchkommen würde. Hier sehe ich gerade nichts. Ah, der Kampf mit Mira gerade, das war ja Ultra-Stress. Richtig nervig. Ich mag die überhaupt nicht. Tut mir leid. Ich kann mit der nicht umgehen. Die Leiche. Ich habe mich schon fast ein bisschen erschrocken gerade. Wo sind wir? Ich sehe unseren Pfeil nicht. Ach da, was? Wir fahren wieder zurück? Why? Dachte, ich wäre nach unten gegangen. Okay, dann müssen wir nochmal hier zurück. Durch die Höhle. So. Bahudur hat also das mit dem Schattengenerator hier angestellt. Also hat er praktisch den, was heißt, den Planeten zerstört, aber er war auf jeden Fall Teil dieses Bombardements, dieses Schiff. Jetzt müssen wir als Remote hier das aufräumen. Naja. Irgendjemand muss es ja tun. So, hier sind wir jetzt aber auf jeden Fall richtig, oder? Ja. Alles klar. Es scheint wirklich so zu sein, dass wir hier alle Sturmbestien erledigt haben. Gott sei Dank. Es wäre sonst ein bisschen haarig geworden. Hier ist die Brücke. Wo, wieso auch immer hier eine Brücke überhaupt steht. Ich weiß auch gar nicht, was Malachor vorher war. Ob das wirklich eine Kolonie war oder ob es hier überhaupt Leben auf diesem Planeten möglich war. Das weiß ich alles gar nicht. Ich frage mich nur, ob wir als Remote durch diese kleinen Lücken durchkommen könnten. Auf jeden Fall ist hier das zweite Schiff. Batz. Sehr schön. 51% schon mal. Ist schon mal gut. Ich wollte mal kurz hier gucken, ob wir als Remote immerhin durch zum Beispiel diese kleinen Engpässe kommen können. Wenn ich hier überhaupt vorbeikommen würde. Nicht wirklich, ne? Ich glaube, es ist auch eher als, ja, als Sackgasse gedacht. Wir haben hier nichts verpasst, alles klar. Dann müssen wir jetzt in die Malachor-Tiefen mit dem kleinen Remote. Kann der überhaupt... Der hat nicht mal Waffen. Der hat nur einen Blaster, den ich nicht ändern kann. Bahudur, du musst auch auf deinen Remote aufpassen, Mensch. Da kann doch nichts. Hier oben war kein Schiff mehr, ne? Nee. Gut, dann gehen wir weiter. In die Malachor-Tiefen. Gut. Hier oben waren wir noch nicht. Ich glaube, hier oben ist noch ein Schiff. Müsste es auf jeden Fall sein. Oh, das heißt, es sind bestimmt noch Sturmbestien. Ja. Na super. 2 Stück. Ich werfe jetzt ein paar Thermaldetonatoren dahin. Aber es scheint zu klappen. Ja? Verdammt, der letzte hat nicht getroffen. Ach du Kacke. Ach du Heilige. Mach Junge. Was machst du denn? Oh Mann, nee. Gut, dass wir schnell sind. Triff, bitte. Okay, das wird schwer. Das wird wirklich schwer. Och nee, komm, ich habe doch eben ein Autosave gehabt. Oder auch nicht. Okay, ich muss mehr speichern. Wir machen einfach mal bis 25 Minuten heute.
Dann könnt ihr das gerne überspringen. Ich möchte es... Oh, Mensch, Junge! Lass mich. So. Dann könnt ihr es gerne überspringen, wenn ihr wollt. Ich möchte es nur nicht ungern schneiden. Dann muss ich das alles nochmal rendern. Nee, das ist doof. Wir sprinten hier mal schnell durch. Wir wissen ja, dass hier nichts mehr ist. Wir wissen jetzt auch, wo wir lang müssen. Wenn ich richtig gehen würde. So. Alles klar. Alles clear. Ja, super. Die Sturmbestien werden jetzt ein kleines Problem werden. Toll. Wäre ich nur oben nochmal lang gegangen. Ich hatte es überhaupt nicht mehr im Kopf, dass wir noch mit Remote kämpfen müssen. Ist ja richtig bescheuert. Richtig scheiße, Mann. Richtig scheiße. Aber müssen wir jetzt durch. Ich hoffe nur, dass wir nicht mehr mit den anderen noch kämpfen müssen. So mit HK und sowas. Das wäre ja richtig ranzig. Auch wenn HK eine ziemlich starke Einheit ist. Aber zum Beispiel mit T3M4 müssten wir ja dann auch noch... Nee, lass mal. Lass mal stecken. Das wäre keine gute Idee. Mir reicht schon der gute Remote, der total unterqualifiziert ist. So, jetzt sind wir hier wieder beim Computer. So. Dann jetzt speichern wir. Sehr gut. Jetzt sind wir schon mal so weit, wie wir eben waren. Wir müssen nur noch in die Malakor-Tiefen und dann wieder die Sturmbestie beseitigen. Mit den vielen Thermaldetonatoren, die wir Gott sei Dank haben. Mensch. Das einzige Gute bei Remote ist, dass er relativ schnell ist und dann eben den Sturmbestien entkommen könnte. Aber trotzdem, er macht halt überhaupt keinen Schaden, ne? Das ist das Problem bei ihm. So, nochmal kurz speichern. So. Gut. Dann würde ich sagen, Thermaldetonatoren rausholen. Wir treffen auch nur einen, das ist eigentlich sogar ganz in Ordnung. Oh, der kommt dabei her. Nein, 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 nein. Och nö. Ich kann jetzt eigentlich schon wieder mich töten lassen hier. Ich meine, seht's euch an. Der macht halt nichts, der Remote. Der kann nichts. Er kann einfach nichts. Ich lade mal neu. Okay, dann machen wir es anders. Dann müssen wir ein bisschen besser mit den Granaten haushalten. Concussion-Granate war ja die, die festgehalten hat, ne? Dann müssen wir die eher nutzen. Nee. Lässt sie die stehen? Scheint ja schon fast so. Na super, kann ich gleich wieder neu laden. Mann! Das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, die müssen es ja einigermaßen programmiert haben, dass man hier durchkommt. YOLO-Mode activated. Okay. Adhäsionsgranate. Lauf, 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 lauf. Okay. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Jetzt dürfen wir uns nicht unendlich hinterherlaufen. Okay, ich glaube, ich speichere mal einen neuen Spielstand. Okay, ich glaube, das war ein bisschen sehr dämlich, wie wir das jetzt gerade gemacht haben, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert, also beschwert euch nicht, ja? Okay. Müssen wir nur noch schnell zu dem anderen Schiff. Ich glaube, die laufen uns nicht hinterher. Sehr gut. Gott sei es gedankt. So, letzte Konsole. Suchen nach passenden Generatoren. 98% Massenschattensequenz wird eingeleitet. Wenn du das hörst, ist die Sequenz komplett. Nach der Aktivierung wird Malakor zerstört. Schon wieder. Ich habe noch einen Befehl für dich. Du musst bleiben und dafür sorgen, dass gefeuert wird, sobald der General das Signal gibt. Sonst war alles, wofür wir gekämpft haben, umsonst. Du hast alles erledigt. Dafür wurdest du gebaut. Und dafür danke ich dir. Oh nein. Wie rührend. Die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass der Iridonianer weitere Befehle in deinem Kern speichert. Und ich sehe, dass es sich gelohnt hat. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Gleiche tue, genauso hoch. Deine Unfähigkeit, dich zu bewegen, beweist das. Wenn der General den Befehl gibt, werde nur ich ihn erhalten. Du
weißt, dass ich es dir, euch nicht erlauben kann, den Schattengenerator auf Malachor zu aktivieren. Da widersprechen sich deine und meine Programmierung. Da du über keine nennenswerten Offensivwaffen verfügst, wird deine Programmierung die meine wohl kaum überschreiben können. Du musst verstehen, dass der General die Relikte der Sith-Stärke hier auf Malachor nicht gefährden will. Ihre Anwesenheit ist wichtig für die Stabilität der Galaxis. Ohne sie würde bald Anarchie in der Galaxis herrschen. Und wenn es etwas gibt, das ich nicht ausstehen kann, dann ist es Unordnung. Also warten wir, du und ich, hier auf die Befehle des Generals. Und das Schicksal der Galaxis wartet auf uns. So ein Arschloch. Oh! Wenn der Verbannte die Akademie betritt, muss er eine Entscheidung treffen. Erweist ihm allen Respekt, wenn er in diesen Hallen eintrifft, Lord Sion. Das ist ein Befehl. Wir haben dich schon einmal fast besiegt. Wir werden es wieder tun. Aber diesmal gänzlich. Und deine Elite-Trooper, Elite-Attentäter werden auch wegfliegen. Sterben wie die Fliegen. Ich glaube, die kann man mit Macht nicht unbedingt beeindrucken. Wir müssen es eben mit unseren Schwertern tun. Das sind nur normale Sith-Killer, okay. Umso besser für uns. Wie sie sagte, war das, ist es hier die Akademie? Interessant. Die Akademie, also eine Sith-Akademie, wie mir scheint. Kurzes Lichtschwert. Ha. Wieso hat er ein kurzes Lichtschwert, wenn er es nicht benutzt hat? Was sind das für komische kleine Räume hier? Scheint ja nichts drin zu sein. Wie heißt das hier? Treyes Akademie. Wir sind in der Vorkammer. Interessant. Sehr interessant. Ich guck mal hier in jede Kammer rein, einfach um zu gucken, ob hier noch irgendwas ist, was uns helfen könnte. Aber es scheint mir so, als wäre hier nichts. Hm. Es scheint mir fast so. Tja. Hier ist wirklich nichts mehr, ne? Ich will trotzdem gucken. Es könnte ja sein, dass hier irgendwo noch irgendwie ein verstecktes Item ist oder sowas. Und ich möchte hier... Okay, der hat mich jetzt ein bisschen erschrocken. Ich möchte hier möglichst alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ach, wieso macht er manchmal nicht mehr den Wandsprung? Oder den Sprung generell? Den Machtsprung? Da drüben sind schon auch noch welche, ne? Ja, sehe ich schon. Ah, Machtsprung, sehr schön. Die Sith-Killer sind ja wirklich keine Gegner für uns. Gut. Hätten wir das? Das war jetzt die Vorkammer. Hm. Hier haben wir auch alles durchforstet, ne? Ja. Gut. Gehen wir mal weiter. Oder? Leute, ich würde sagen, wir sind jetzt bei 24 Minuten. Ich weiß, ich habe gesagt, wir machen so 25 draus, aber ich denke, das ist einfach der perfekte Part, um diesen Part zu beenden. Ja? Ich würde einfach sagen, wir machen heute einen kleinen Cut und beim nächsten Mal machen wir wahrscheinlich das Finale, wie ich mir das durchaus vorstellen könnte. Bedanke mich fürs Zugucken, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye.